Bei leichtem Regen und mit weniger Besuchern als im vergangenen Jahr hat am Freitag das legendäre Musikfestival Rock am Ring in der Eifel begonnen. Dagegen dürften sich die Fans bei der kleinen Schwester Rock im Park in Nürnberg über optimales Festivalwetter freuen, nicht zu kalt, nicht zu warm und kein Regen. Doch auch auf dem Zeppelinfeld in Mittelfranken zählten die Veranstalter etwas weniger Besucher als im Vorjahr. An der Stimmung auf den Bühnen der beiden Veranstaltungen endete das nichts. Zum Auftakt am Nachmittag heizte auf der Hauptbühne an der Rennstrecke Nürburgring zuerst die ISBM Greta Van Fleet den Fans in bunten Regenjacken und Gummistiefeln ein. In der Nacht zum Freitag hatten allerdings tausende bereits angereiste Fans auf den Campingplätzen des Festivals unter Gewitter und Starkregen gelitten. Zahlreiche Zelte standen im Wasser. Bei frühsommerlichen Temperaturen und Sonnenschein drehte bei Rock im Park etwa die Punkrock-Band Bad Religion auf. Statt in Gummistiefeln feierten die Rockfans in Flipflops und mit bunten Sonnenbrillen vor der Bühne. 54 Zeckenbisse zählte der Sanitätswachdienst von Rock im Park bis zum Abend auf dem Gelände. Foo Fighters und Marilyn Manson Headliner. Die Headliner der Zwillingsfestivals standen erst für die Nacht auf dem Programm, darunter die amerikanische Band 30 Seconds to Mars, Schockrocker Marilyn Manson, die Foo Fighters und die britischen Gorillaz. Auch der Indie-Rapper Casper und die alternative Metal-Band Stone Sour sollten noch rocken. Insgesamt haben sich rund 80 Bands für das dreitägige Spektakel angekündigt. Im Wechsel treten die Musiker in der Regel bei beiden Festivals auf. Im vergangenen Jahr jubelten rund 87.000 Fans den Musikgrößen bei Rock am Ring zu. In diesem Jahr sind es laut Veranstalter nur etwa 70.000 Besucher. 2015 und 2016 hatte es bei Gewittern über Rock am Ring zahlreiche Verletzte gegeben. 2017 wurde das Festival wegen eines Terrorverdachts unterbrochen, der sich aber nicht bestätigte. Auch zum eigentlich kleineren Festival Rock im Park strömten den Angaben nach etwa 70.000 Besucher. Im vergangenen Jahr waren es auch dort mehr als 80.000 gewesen. Am Freitag wirkte die Stimmung auf beiden Festivals entspannt. Als Grund für den diesjährigen Besucherrückgang vermuteten Fans eher, dass 2018 ganz große Headliner wie etwa die früheren Ringhauptattraktionen Linkin Park, Metallica und Red Hot Chili Peppers fehlen. Bis Sonntag dauert die Party auf den beiden Festivals noch an. Fans trotzen dem Regen, tausende Menschen sind nach Nürburgring gekommen, um beim Festival Rock am Ring Musik zu hören und zu feiern. Am Freitag waren viele Musikfans noch damit beschäftigt, ihre nassen Klamotten zu trocknen. Nürburgring, bei leichtem Regen und mit weniger Besuchern als im vergangenen Jahr hat am Freitag das legendäre Musikfestival Rock am Ring in der Eifel begonnen. Zum Auftakt heizte auf der Hauptbühne zuerst die ISBN Greta Van Fleet den Fans in bunten Regenjacken und Gummistiefeln ein. Rock am Ring und Rock im Park in Nürnberg sind als Doppelfestival mit weitgehend identischer Besetzung eines der größten Pop-Freiluft-Events in Europa. 80 Bands an drei Tagen in der Nacht zum Freitag standen an der Eifel-Rennstrecke Nürburgring unter anderem die amerikanische Band 30 Seconds to Mars und Schockrocker Marilyn Manson auf dem Programm. Auch der Rapper Casper und die alternative Metalband Stone Sour wurden erwartet. Insgesamt haben sich rund 80 Bands angekündigt. Das dreitägige Spektakel findet bis Sonntag auf drei Bühnen statt. Im vergangenen Jahr waren rund 87.000 Fans zu Rock am Ring geströmt. In diesem Jahr sind es laut Veranstalter etwa 70.000 Besucher. 2015 und 2016 hatte das Festival jeweils mit Blitz und Donner zu kämpfen. Es gab in beiden Jahren Verletzte. Unterbrechung wegen Terrorverdachts. Im vergangenen Jahr 2017 wurde das Rock am Ring wegen eines Terrorverdachts unterbrochen, der sich aber nicht bestätigte.
Als Grund für den diesjährigen Besucherrückgang vermuteten Fans aber eher, dass 2018 ganz große Headliner wie etwa Linkin Park oder Metallica fehlen. Der deutsche Wetterdienst schloss am Freitag einzelne Gewitter in der Eifel zunächst nicht aus. Am Samstag sollte es bei sommerlichen Temperaturen noch gelegentlich regnen und am Sonntag öfters die Sonne scheinen.